love and marriage go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Hallo Papa und Sibylle. Na, ihr seid schon in Weihnachtsstimmung und das bei der Hitze. Stimmt, ist schon noch etwas früh. Hast du schon gesehen, was es Cooles im Internet gibt? Nein, zeig mal her. Auch schauen. Das ist ja eure Hochzeits-Homepage. Da sind ja voll viele Fotos von euch und Videos auch. Und es gibt auch ein Kochbuch mit Rezepten von euren Hochzeitsgästen. Da könnten wir doch gleich was kochen. Ja, das ist eine gute Idee. Heute koche ich. Es ist eine echt gute Küche, aber das macht nichts, weil wir jetzt machen einen Fischauflauf und nach einem alten Hausrezept von die Tante Rosen kleine, ganz quick lebendige Fischen. Dies ist sehr wichtig, damit die Auflauf sehr delikat wird. Ja? Nur die andere Zutat. Aber vorsichtig, wisse sie nicht zu viel, damit die zarte Fischgeschmack nicht verloren geht. Anderthalb sehr wenige, nur eine winzige Prise nehmen wir von den Pfeffern, weil schon die Tante Lo. Ja, willst du wohl keine Auflauf machen in die Küche hier, du Fischlo? Du sollst einen Auflauf werden, aber keine Auflauf machen, du dumme Tier. Wir werden ein wenig herumrühren, damit ihm die Lust vergeht. Das ist auch eine neue Modernität. Früher waren die Fischen in die Kessel anständig, aber ich kann einen Schuss Essig holen. Wer bist du, blau? Diese widerborstige Fischen, wow! Also, ich muss sagen, die Brühen, echt, finde ich, ist keine Grund für dich, den Kopf zu hoch zu nehmen. Stehen Spaghetti auch in der Dampfsparbibel? Harald, das machst du super. Aber jetzt ab mit dem Braten in die Röhre. Nächstes Mal koche wieder ich. Aber schau, es gibt auch ein Gästebuch auf der Homepage. Aber schau mal, da steht doch noch gar nichts. Warum denn das? Wahrscheinlich können da unsere Hochzeitsgäste etwas hinschreiben. Tim, da bin ich aber gespannt, was die da schreiben werden. Glaubst du, die schreiben heute da schon was rein? Was heute ist? Habt ihr das denn vergessen? Ihr heiratet heute. Was heute? Ja genau, heute ist ja der 27. Juni. Da müssen wir uns schnell herrichten und zur Hochzeitsfeier fahren. Bin schon da. Komm, gehen wir jetzt. Thank you.
Sibylle und Harald, wir wünschen euch alles Gute und noch einen schönen Hochzeitsabend. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.